Zeit. Und das wird jetzt hier ganz einfach der Punkt formuliert. Der Widerstand ist U durch R. Okay, Widerstand ist U durch R. Du kannst jetzt die Formel natürlich umstellen. Okay, dann hast du den Strom und U durch R ist dann blau. Dann kriegst du dann Strom und dann kannst du die Leistung ausrechnen. Und jetzt hat man hier nochmal was Schönes, was ich dir zeige. Das bleibt sich verbunden mit P. Ist immer, diese Formel ist automatisch immer das UP, der Hintergrund mit drin. Und R ist die Rationalität. Okay? Wo ist jetzt das UP? Das U ist da, P ist U mal I. Da P ist U mal I. Das steht mit drin. Ist automatisch immer wieder, wenn du die Formel machst, die Leistung setzt sich zusammen. Was habe ich für eine Spannung, wie viel Strom fließt? Es ist aber, wenn du von der Individualleiter ausgehst, wäre der Strom immer unendlich. Also muss der Widerstand mit da sein, der den Strom weniger wie unendlich macht. Und darum steckt die Leistung immer, UI ist immer da, P ist U mal I, ist automatisch immer die Leistung mit drin. Okay? Aber jetzt, was jetzt interessant ist, es gibt dazu in einer Elternform, gibt es auch noch den Begriff Leitwert. Wir schauen mal, ich hoffe, der ist da noch mit drin irgendwo. Das ist also Georg Simon Ohm. Okay? Der hat jetzt hier Folgendes gemacht, Spannung, Widerstand, bla 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 bla. Siemens, elektrische Leistung, was gerade Kupferstich, schau her, Kupfer haben wir doch schon. Das raumzeitliche Ich, wie UP, ist die Facette eines erweckten raumzeitlichen X auf einer Drehwaage. Links, dann müssen wir da Leitwert haben sie da nicht. Rein bei der Schaltung in UR. Oh, die Scheiße, die ist ja nicht das. Das ist Spaß. Kann das machen? Dann müssen wir Leitwert, elektrische Leitwert, Leitwert, Leitwert. Müssen wir auffangen. Was macht man da? Ihr müsst immer erzählen, weil wir jetzt hier hinten sitzen. Im Moment machen wir nichts, geben wir das Wort Leitwert ein. Und ohmsches Gesetz eben. Das ist, pass auf, der Leitwert ist ganz einfach. Der elektrische Leitwert ist der Kehrwert von Widerstand. Ich will dir nur zeigen, wie tief das geht. Ja. Widerstand ist in Ohm angegeben und der Leitwert ist schlichtweg einfach hier, wie es so steht, der Leitwert, schau, hat das Formelzeichen G und die Maßeinheit S steht für Siemens. Und jetzt ist praktisch G ist 1 durch R, der Kehrwert. Was interessant ist, wir machen jetzt mal wieder Holofeeling draus. Geht mit allen Formeln. Ich werde dir zeigen, G steht für Geist. Der Geist ist 1. Ja. Und der wird geteilt durch die Rationalität. Und das zeigt dir jetzt deinen Leit, dein Leitwert an. Das heißt, die auseinandergeschmissene göttliche Spiegelung hat einen gewissen Wert. Und nämlich dein Geist ist immer 1. Aber wie viel ist deine Rationalität? Absoluter Geist ist, wenn deine Rationalität auch 1 ist, dann ist 1, 1 wird es hier 1. Und jetzt ist es so, dieser Leitwert, Formelzeichen G, wird gemessen in Siemens. Die Vielheit des Gottes, ne? Jetzt mach einfach Sie ist Denken. Sie, weil das englische Wort Mens heißt Denken, Sie ist Denken, die Rationalität von dir. Achso, Sie ist Denken, ja. Immer wenn er Fantasie, wir spielen, jonglieren mit Gott. Ja, Mens ist Denken, ne? Ja, wir spielen, Mens wiederum. Mens ist, ja. MN, pass auf, MN ist das einmal Gestalt geworden, Existenz. Ja. Im Wörterbuch, wenn wir MN anschauen, jetzt wissen wir hier natürlich, wenn ich jetzt hätte, hätte ich jetzt gleich den Gematrie Explorer. Das ist bei mir die Standardscheinung. Wir hätten ja jetzt quasi, ja gut, dahin. Ja. Der ist bei mir die Stand, das ist bei mir. Die Hauptseite. Und das ist bei mir, wenn ich den aufmache, ist der die Standardseite. So. Das ist meine Standardseite. Das ist, wenn du jetzt MN machst. Da übrigens auch ein kleiner Tipp. Immer wenn du das machst, zuerst als allererstes aufdrücken am Wortanfang einstellen. Das ist eine Kleinigkeit, die so unendlich hilfreich ist. Der zeigt zwar dasselbe an, aber jetzt siehst du nicht nur, sondern immer was noch danach hängt. Okay? Warte, ich kann ja da nicht eingeben, muss man so machen. Das ist immer gestanden. MN wollte mit eingeben, oder was? Ja, und das ist schon mal, was der macht. MN ist 40,50. Richtig, 40,50. Das ist jetzt Himmelsbrot, Manna. Manna, Himmelsbrot, Seiteninstrument. Wobei das jetzt hier schon im Langenscheid steht, bei MN nur Himmelsbrot. Wobei die klassische Radix MN heißt Teilen. Teilen. Teilen.
teilen. Man, Mens im Lateinischen, Man ist ja im das Denken im Sanskrit. Dieses ist, wenn ich zum Denken anfange, kriege ich 4,50. Denken ja, 90 ist die Geburt. Ja, aber 4,50 ist ja unser Urteil. Ach so. Okay, 40,50. Du meinst 4,50, 40,50, denk 4,40, 500. Wir machen die 4,50. Dann machen wir uns das weiter. Ja. Pass auf, wir machen das erste Mal 4,50. Aber das jetzt anzeigt, weil die Wörterbücher, das ist ja nicht vollkommen. 4,50. Ist noch anders, das ist bei mir noch nicht so. Also da schau, da hast du dein 4,50. In dem Moment, wo wir 4,50 machen, 40,50 heißt auch dein mit dein. Das führe ich dann eins weiter. Das 40,50, das ist jetzt ausgemäß wie seit, das in Unterformen heißt man auch außerhalb. Jetzt, wenn ich teile, kriege ich ein außerhalb. Schau, ich vergesse was, ich teile die Wasseroberfläche in ein innerhalb. Das ist übrigens die Bibel, da ist ein Wasser. Den können wir uns dann einmal anschauen, die Stelle, dass die Rakia, es wird in ein, was da genau steht, dass das Wasser wird in ein Wasser oberhalb und in unter. Das ist das. Das ist gleich am Anfang, was passiert ist, dass eine Gedankenwelle auftaucht. Die Welle, ja. Das ist ein bisschen schwindelig. Wenn komplex ist, und jetzt ist es das, wenn du die Radix drumherum siehst, dass wir jetzt zum Beispiel, wenn wir Yonder J reinmachen, Min, ja, wird er wahrscheinlich nichts anzeigen, dann wirst du merken, das hast dann auch dein oder mit der Waff dazwischen. Das ist, die Maus geht ja dort an. Ja, ist super. Mir hat es doch keiner geglaubt. Man muss es machen, damit es erfährt. Schau, die hat jetzt hier nicht Monarch. Zähler, Mona, Zähler, Zählen, Teilen. Wenn ich zu Teilen anfange, kriege ich automatisch eine Vielheit, finde das was zum Zählen an. Und wenn du die Grundradix, das immer wieder, das muss, wenn du spielst und immer wieder spielst, dann ist da nicht, dass du Worte denkst, wie wenn du einen Begriff hast, sondern es ist einfach ein Ja. Wenn du es durchschaut hast, ist es ein Ja. Und jetzt die Mana-Geschichte. Habt ihr bestimmt schon mal gehört von mir? Der Auszug aus Ägypten beginnt, dass die jammern, dass die jammern und die wollen nicht. Und die sagen, von was sollen wir leben? Hier müssen wir zwar abschuften, wir können haben zwar sehr wenig, aber zumindest so viel, dass wir leben können. Wie willst du uns durch die Wüste bringen? Was sollen wir leben hier? Und dann sagt hier der Mose in meinem Auftrag, ja, jeden Morgen, wenn ihr wach werdet, ist, da steht nur Mahn. Jeden Morgen, wenn du wach wirst, in dem Moment, wo du wach wirst, ist eine Gestalt gewordene Existenz da. 40,50. Das heißt, 40,50 ergibt 90. Jeden Morgen, wenn du wach wirst, wirst du neu geboren. Du wirst dann merken, dass jeder Morgen, jeder Moment, weil jeder Morgen ist heute und jeder Moment heute ist jetzt. Und jetzt kommt die erste große Anweisung. Du darfst nicht mehr von dem Mann sammeln wie bis heute Abend. Ja, ja. Weil wenn du mehr sammelst, jetzt unsere Bezi-Geschichte, wenn du nämlich weiter denkst wie bis heute Abend, dann verbestest du dir dein Zelt, dein Ohr so massiv, dass du es fast nicht aushalten kannst. Jetzt erinnere dich an unseren Bezi. Sind das Prophezeiungen? Du misst die ersten sechs, am siebten Tag sieht es anders aus, bis zum sechsten Tag. Und im Talmud geht es dann weiter, wo dann gefragt wird, doch, was schmeckt das eigentlich? Das ist dann Gazera, das heißt also dieses Mahn, ist Koriander, heißt das Koriandersamen, Gazera, wobei der Koriander auch das Glücksgefühl ist, wo du kriegst. Und es nimmt genau den Geschmack an, wie du es haben willst. Ja. Wenn du, pass auf, kommt dann dieses, wenn du willst, dass es nach Semmel mit Honig schmeckt, dann schmeckt es nach Semmel mit Honig. Ja. Ich mache jetzt das einmal einfacher. Dein Denken nimmt den genau. Es wird immer so sein, wie du denkst, dass es ist. Ja. Es nimmt genau den Geschmack an. Das ist die menschliche Weisheit. Das ist absolut bis ins Detail. Nein, es ist göttlich. Es ist bis ins Detail beschrieben, wie der menschliche Geist funktioniert. Aber nur für den, der es lesen kann. Und es ist nicht diskutierbar. Darüber diskutiere ich nicht. Wir reden hier nicht. Plötzlich merkst du, dass die ganzen wissenschaftlichen Sachen, die so korrekt sind, so wischiwaschi, blind geglaubte Vorstellungen sind, du in keinster Weise überprüfen kann. Das kannst du jetzt zwar auch nicht sehen, weil das ja Sinnkomplexe sind, die aber zahlentechnisch in jeder Kleinigkeit absolut lückenlos ohne irgendeinen Widerspruch ineinander passen, wenn du anfängst, Geist zu verstehen und was Gedanken als Gedanken werden sind. Und darum ist es, wenn man spielt, und ich sage immer wieder, ich kann auch lieben und wenn ich demütiger Mensch bin, vertrauen, ohne das zu wissen. Und was aber hier passiert, dass plötzlich mit der Sprache die Bilder, wie gesagt, Buchstaben, du die verwandelst. Jetzt kommt es, ich sehe jetzt hier, dabei mutiere diese Zeichen, drehe sie, wende sie, balanciere sie, verändere die Farbe. Und damit kannst du, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, wenn du sitzt und du liest jetzt einen Bericht oder Zeitung, musst du wissen, dass egal was du liest, in dir Vorstellungen aufwirft.
Weil du Worte anschaust. Mhm. Weil deine Worte, die Energie sind die Lautwesen. Und in dem Moment, wo du ein bisschen hin und her schwingst, kannst du mit demselben Wort eine komplett andere Vorstellung machen. Und was jetzt im Feinstofflichen ist, wirst du feststellen, wenn du die Energie wie reif hast, da ja die feststofflich hast, deine sinnlich wahrgenommene Information genauso Information ist wie jetzt eine Gedankenwelt, kannst du komplett die Welt verändern, die du dann real wahrnimmst. Dann wirst du göttlich. Und jetzt kriegst du eine Ahnung, einen Hauch von einem Geruch, wo es hingeht. Ja. In deinen eigenen Traum. Du kannst deinen eigenen Traum kreieren. Mhm. Wo man das schön sieht in Ansätzen, ist hinter dem Horizont. Mhm. Ihr erinnert euch hinter dem Horizont, wo die kleine Tochter vor ihm ja spielt und dann hat die doch in ihrer Stufe dort dieses Bappding mit den Engeln. Und wo er dann stirbt, kommt er in den Himmel. Das sind die Sätze schon mit dem Hund und über dem Wasser ist eigentlich alles Holofeeling. Mhm. Und dann kommt er in den Himmel und dann schwimmen, dann ist eigentlich das genau die Welt, der Vorstellung von dem Kind auf der unteren Ebene. Mhm. Wo dann sie ja, wie die Stewardess ausschaut im Boot, diese Szene, weil der, du hast die ja so schön gefunden und dann wollte ich so sein und darum habe ich mich jetzt diesen Körper gegeben. Ja. Mhm. Ja. Okay. Und was jetzt natürlich alles nur esoterische Science-Fiction-Spinnerei ist, denkt immer dran, dass die Zeit zwischen einer Science-Fiction-Idee, ich sage jetzt nur Handy, ich sitze gerade, ich habe es nicht ausgesprochen, wo du da an deinem Ding rumspielst, wie ich das Studio aufgemacht habe, mein Studio, 1980, hat es überhaupt noch kein Digital gegeben. Bip Till You Drop von Ray Cooder war die erste Aufnahme mit einer Digitalmaschine von Sony. Der Doman hat dann hier für Studiotechnik die bestellt. Und jetzt haltet euch fest, es war also hier eine digitale Aufnahmemaschine und die hat 850.000 Mark gekostet. Ein Gerät so groß wie der Schrank, der brutal weniger konnte, der brutal, pass auf, jetzt rein die Maschine, die das macht mit Bändern, der brutal weniger, was jetzt noch gegangen ist, wenn die Aufnahmen, das waren solche dicke Bänder, um das drauf zu kriegen, eine Stunde so ein Oschi, und das kann so, pro wie viele Stunden kriegst du drauf? 132. Der kriegt 132 Stunden drauf, wohlgemerkt nicht nur das Band, er hat es mit Mikrofone, schiebt es in, wie viel es kostet? 160 Euro. Wenn ich das damals, ich habe mir gerade gedacht, ich habe es aber nicht ausgesprochen, wenn es das damals gegeben hätte, wenn du das Ding irgendwo gehabt hättest, hätte jeder, das wäre Millionen wert gewesen, weil keiner hätte irgendeine Lösung, weil das eigentlich nicht sein kann. Auch ein Handy, ein Smartphone jetzt, das kann natürlich das gar nicht mit. Was du, wenn du jetzt ein Smartphone in der Hand hast, dass wenn du dir ein iPad kaufst, die Apps, wo es gibt, ist natürlich immer wieder alles aus einem Konstruktprogramm. Du kannst jetzt eine App fürs iPad machen, wenn du das kennst, und da ist jetzt ein Astronomieprogramm drin, und wenn du das ist ja alles GPS. Jetzt hast du schon mal so Dinge in der Hand gehabt, kennst du das? Pass auf, Google Earth kennst du. Wenn jetzt wir eine App haben, in Ellingen habe ich das angezeigt, das ist dann in Weißenburg weitergegangen. Pass auf, in Ellingen musst du dir vorstellen, das ist jetzt hier Häuschen und da ist hier die Terrasse, wo wir außen sitzen, okay, geht es hier vor und dann ist hier die Straße. Und wenn ich jetzt einfach sage, schalte das Ding einmal ein, lade das App runter, dann machst du Stand of Pointing, das hast du jetzt hier, puff, das schaltest, dann hast du Google Earth, das kennst du. Und dann ist hier, wenn du hier stehst, auf plus minus 5 Meter genau, ist plötzlich ein roter Punkt. Das zeigt dir in Google, das macht dir genau den Punkt, wo du stehst. Und jetzt nimmst du den in die Hand und jetzt pass auf, jetzt wenn du läufst um die Hausecke herum, läuft der Punkt um die Hausecke herum. Das geht vom Satellit aus oder was? Nein, vom Geist aus. Das ist natürlich, jetzt hat man eine logische Erklärung, GPS mit den ganzen Satelliten und die Laufzeiten, wo ja das dann, die Winkellaufzeiten, sich der Computer alles auf, ist alles unheimlich logisch. Irgendwann wirst du merken, das ist ein Schwachsinn ohne Ende. Es funktioniert, weil du es glaubst. Weil du der Geist bist. Du kannst, wenn du läufst in der Stadt, wo man, und meine Frau hat dann gesagt, da waren die Trutzenbergs bei meinem Besuch und dann ist der hier rum in der Stadt bei uns gelaufen. Und da habe ich gesagt, der schaut gar nicht mehr dumm, laufen die ja die alle so rum. Aber jetzt pass auf, jetzt gibt es eine App, wo was du alles Center oder was, pass auf, und du machst jetzt Astrologie und wenn wir jetzt hier auf den Balkon gehen und du hältst es hin, in dem Moment, wo du hochfährst, siehst du hier Sterne. Du siehst hier Sterne. Okay, und wenn du jetzt rüberfährst, wandern natürlich die Sterne rüber. Kannst du dir vorstellen, guck mal, neue Sterne. Weil wie du das hältst, siehst du in dem App genau, wie da oben die Sterne sind. Wenn du das jetzt machst, natürlich sind genau hinter den Wolken, was hinter den Wolken Sterne sind, aber wenn keine Wolken mehr, die siehst du am Tag nicht. Aber das ist genau, was da, was hier Sternbild da ist. Schön ist es nachts, wenn Wolken frei sind, dann siehst du nämlich, und da kannst du drüber schauen und du siehst genau, wenn du rüberfährst, das Sternbild ist genau da. Ja, stimmt. Du sagst, ein Wunderwerk ohne Ende, für ein paar nichts kostet nichts.
Und die sagen dann alle, die Technik, aber es keiner in Frage stellt, dass da außen da oben also absolut ganz überhaupt nichts ist. Ja. Es ist die Lösung ist ganz primitiv, es funktioniert alles, weil du es glaubst. Das ist das Anpassen, ihr dreht die Kausalität um. Wenn bei dir das Telefon klingelt, klingelt es, weil der außen einer vorher war, der dich angerufen hat. Es ist umgekehrt, weil es klingelt, denkst du dir an aus. Das ist die Kunst. Du stammst nicht von deinen Eltern ab, die stammen von dir ab und die sind nur, wenn du sie denkst. Ich immer wieder, ich rede jetzt mit deinem Geist, nicht mit dir, du gibst dich ja auch bloß, wenn du an dich denkst. So wie es in Udo bloß gibt, wenn du an Udo denkst. Du bist das Einzige, was immer da ist. Das ist der Geist. Immer wieder, du bist das, was immer da ist. Nicht, was ausgedacht ist. Und mein Geist kann nur von meinem Geistesfunken verstanden werden. Und Geist droht jetzt, ist ewig, weil die Ewigkeit nur von was verstanden werden kann, was selber ewig ist. Also kann der Udo, den du dir ausdenkst, der Udo, der blaue Udo, kann die Ewigkeit gar nicht verstanden haben, weil der ja nicht ewig ist. Du bist ewig. Du meine ich jetzt, musst du dir sagen, ich, verdammt nochmal ich. Was natürlich die Verantwortung immer mehr wächst. Und auch das wird ja bis ins Detail in der Bibel beschrieben, natürlich nur, wenn du sie richtig lesen kannst. Heißt das eigentlich auch, wenn wir uns das so ausdenken, dass du als OP uns Geistesfunken dann immer weiter wachsen lässt? Ich habe gesagt, ich bin ein Wegweiser, ich tauche auf, du musst nicht nur dann den Wegweiser festhalten, sondern in die Richtung gehen, du musst jetzt verstehen, was ich dir sage. Und ich tauche immer wieder auf, in Kleinigkeiten. In jedem Ding, ich bin die Katze, die um die Ecke läuft und du zusammenzugskotz. Und das ist die Geschichte, wo ich erzählt habe hier beim Herweg. Habe ich die in Almena einen Vortrag, weiß ich nicht. Also ich mache auch mit der wahre Geschichte, wo ich gesagt habe, wie in Almena Vorträge war. Das sind ja 550 Kilometer. Und meine Maus hat sich immer total aufgeregt, die hat die Fahrerei so angekotzt. Und damals hatte ich noch einen blauen Sigma-Kombi. Einen blauen Mitsubishi Sigma Kombi, was ein sehr, sehr, sehr seltenes Auto war. Nicht, weil es edel war, sondern wer hat sich ein Sigma Kombi von Mitsubishi gekauft. Und wir fahren auf Almena und jetzt pass auf, kennt ihr die Stadt, weil sonst muss ich nicht, kennt ihr nicht. Also pass auf, wenn du nach Almena fährst, fahr ich zuerst einmal die Sima Autobahn hoch. Ich darf da reinschmieren, ne? Ich fahre die Sima Autobahn hoch und dann kommt ja Autobahnkreuz Biedelried, wo du jetzt hier, wenn du von Süden kommst, von uns aus, das ist die Achse Nürnberg-Frankfurt. Und in Autobahnkreuz Biedelried muss ich runterfahren und dann geht es bis Frankfurt und vor Frankfurt. Das ist dann Würzburg-Randesacker. Und in Frankfurt geht es dann die 45er Autobahn, glaube ich, ist das hoch ins Richtung Paderborn, Richtung Almena. Mhm. Und wir fahren jetzt hier und sie hat immer diese Fahrerei, diese fast 600 Kilometer ist schon, wenn 300 geht noch locker, aber dann wird es schon durch. Okay? Und wir fahren und jetzt ist vom Quatschen, du weißt ja, wird man auch manchmal blitzt, wenn ich dann so im Regen bin. Und ich fahre mit meinem Auto hier hoch und dann ist gerade, wo ich auf das Autobahnkreuz Biedelried gesollt hätte, ist gerade, ich sehe die aus, ich hätte noch zusammenbremsen können. Aber so, scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst, musste ich drüber. Nein, ich hätte, aber es wäre eng und dann bin ich scheiße. Und sie, ah, oh Mensch, mit dem Geschwätz, jetzt nochmal weiterfahren. Das große Problem ist, dass genau an dem Ding, wenn du Richtung Norden fährst, nicht nach 2-3 Meter, sondern was habe ich gesagt? 60 oder fast. Die nächste Ausfahrt nach 60 Kilometer erst. Das heißt, ich muss 60 Kilometer hochfahren, um wenden zu können. Und sie hat gebrockelt, Und ich habe dann gesagt, Schwarz, begreif doch endlich einmal. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Glauben beginnt nicht, indem du sagst, ich glaube, ich halte es für wahr, sondern der rote Glaube beginnt, dass ich weiß, dass alles, was in mir passiert, auch wenn meine Logik die Haare zu Berge stehen, dass ich, ist jetzt übrigens, ihr könnt meine Frau fragen, eine immer Originalgeschichte. Glauben heißt, egal was, es interessiert das Geschwätz von einer Mario und einer Udo nicht. Wenn das passiert, ist es gut. Und wenn die Welt um dich in Fetzen geht, ist es gut, wenn es passiert. Weil sonst wird es nicht passieren. Gott will nur dein Bestes. So, ich muss das nicht verstehen, ich zerbreche mir den Kopf, ich habe schon lange aufgehört, es ist gut so. Okay? Dann komme ich zurück, aber jetzt kommt der Hammer. Jetzt im Rundeweg müsste ich hier auf Frankfurt fahren und irgendwie habe ich nicht aufpassen. Ich fahre nicht um Nürnberg. Was jetzt hatte ich? China, jetzt pass auf, was hatte ich jetzt ist, da kommt, glaube ich, in der Richtung gleich nach 3 Kilometer, was die nächste Ausfahrt. Also dieser Klacks. Und China hat nicht gebrotzt. Jetzt hörst du aber auf mit dem Blödsinn und so. Und jetzt, pass auf, ich habe sie kuriert. Ich gehe da runter, fahre dann wieder drauf und jetzt ganz normal, wir haben so ein Bayern 3 laufen und ich habe beim Regen, beim Fahren meistens auch oft, beim Autoradio kann man stumm schalten, dass der nur die Nachrichten zeigt. Pass auf, und da war dann
wo wir quatschen, und jetzt pass auf, wir fahren da zurück, und genau wie wir über das Autobahnkreuz Bibelried fahren, wird zwar mit IE geschrieben, genau wie wir über das Kreuz fahren, kommt, macht mein Radio auf, und dann hören wir, ba 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 ba, schwerer Unfall, 20 Kilometer von Würzburg, Randesacker, 3 Kilometer Stau. Jetzt pass auf, und dann sage ich zu meiner Frau, siehst du, Spatz, wahrscheinlich wären wir das jetzt gewesen, wenn wir den Unfall nicht gefahren hätten. Und jetzt, ja, das ist ja so, ja, da hat sie auch noch. Und dann fahren wir hier diese 15 Kilometer weiter und dann war der Stau schon und dann waren gerade die Bergungsauten schon und dann steht rechts drinnen, vollkommen zerbombt, ein blauer Sigma Kombi Mitsubishi, exakt das Auto, wo wir fahren. Und dann kriegt sie eine Gänsehaut ohne. Und dann war das seitdem war dieses Thema vom Tisch. Müsst ihr fragen, das war seitdem war dieses Thema vom Tisch. Und bist du nicht wie ich, so brauche ich die Welt. Ja. Und nochmal, die Welt spricht mit dir. Du musst nur unendlich wachsam sein. Du hast immer wieder die Synchronizitäten. Ich habe so oft gesagt, das Erste, was ich immer gleich helfe, was ihr früher zufällig genannt habt, das ist nur, dass ihr wacher werdet und Resonanzen kriegt. Dann auch in Worten. Das wächst immer mehr. Du wirst immer mehr auffallen, weil du dann Fokus verlagerst. Aber mit Verlagern des Fokus muss zwangsläufig musst du einen Preis bezahlen, dass das, was dich nicht mehr interessiert, sich auflöst. Ja. Was aber doch in den meisten Fällen, was du, wenn du dich am Leben halten willst, die Angst, der Ärger über Politiker, wenn dir der da am Arsch vorbeigeht. Das ist, wenn dir das so interessiert wie Eishockey spielen. Was warst du von Eishockey? Das ist, du weißt, was Eishockey ist. Du kannst nicht sagen, es ist eine von Möglichkeiten, aber ich aktiviere es in meinem Bewusstsein nicht, weil ich keinen Fokus habe. Darum ist in meinem Traum das nur eine Seinsmöglichkeit, die für mich sekundär ist. Mhm. Aber die Sachen, die für dich wichtig sind, und wie gesagt, das Wichtigste ist, sagst du mal immer noch die Person, die du zu sein glaubst, darum wächst du aus deiner Perspektive immer, sagst du mal, das Erste, was da ist, ist das, was du ein Ich nennst. Dass du ausdenkst, bist du das vollkommen, und das wiederum ist nur eine gewisse Facette von dem ganzen Buch, bis du das durchschaut hast und wenn du dich für dich selber überhaupt nicht mehr interessierst, wirst du feststellen, verlagert sich dein ganzer Fokus. Und jetzt ist jetzt diese Sprichwörter immer wieder bei dem Judentum. Kabbalisten ist ein Standardspruch, wenn du dich von, das steht im Sefer Malmum Nidus, im Buch der Gesetze, hätte ich mitbringen können, auf Hebräisch, altes Buch. Wenn du dich von morgens bis abends mit der Tora beschäftigst, das sind die eigentlichen Kabbalas, von morgens bis abends die Tora studieren, dann wird dich weder der Tod finden, bis in alle Ewigkeit wirst du keinen Tod schmecken und du musst dir keine Gedanken machen, es ist von morgens bis abends das Wesentliche da, das du brauchst, um studieren zu können. Das liebe ich seit 17 Jahren. Interessant ist, dass einen ähnlichen Spruch bei den Moslems gibt, das sagen die Sufis, bloß absolut nahezu der gleiche Spruch in den alten Büchern, bloß dass die sagen, wenn du von morgens bis abends den Koran studierst. Es gibt ja auch die Zahlensysteme, die dann alle synchron laufen. Was es hier geht, wenn du dich auf was Heiliges konzentrierst oder nichts mehr anders denken kannst. Es ist ja nur das da, was du denkst. Ja. Und dann wirst du feststellen, du bist trotzdem da, weil du Geist lebst, weil du an was denkst, weil du träumst. Aber wenn du dir keinen Kopf mehr machst, wieso eigentlich? Das, was dich am Leben hält, ist das, was dich jeden Morgen wach machen lässt. Das ist dieses Experiment. Und solange noch ein Hauch in dir drin ist, dass du Geld, dass dich Geld am Leben erhält. Und ich sage, es geht jetzt nicht einfach in dem Moment, wenn er sagt, ich brauche kein Geld, Gott ernährt mich. Es ist immer wieder, ist da jetzt Kaufmannsdenken ganz, ganz wichtig. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Das ist immer wieder, geh von Nummer sicher, dass es zuerst fließen. Das ist die Sache, schmeiße ich was hin, weil es mich ankotzt? Wenn ich jetzt sage, ich will nicht mehr, weil ich einfach die Schnauze voll von dem Geld verdiene, oder habe ich vollkommen die Sinnlosigkeit erkannt? Das ist immer ein Muster, und da kann ich jetzt einfach mal ausnahmsweise den Udo als Beispiel nehmen. Ich habe, wie ich den Laden hingeschmissen habe, müsst ihr wissen, zu dem Zeitpunkt war das noch eine Granate. Ich habe mein ganzes Leben, es war meine Berufung, ich bin jeden Morgen mit Freude, gut, wenn der Geschäft, das gibt es immer mal Scheiß für eine falsche Lieferung, was sind, es geht was kaputt. Aber das ist ja insgesamt, war das mein Leben, da bin ich drin aufgegangen. Ich hab wirklich mein ganzes Hobby, meine Freude, meine Interessen habe ich zu meiner Berufung gemacht. Da könnte ich sagen, da hätte ich wahrscheinlich sogar Zeit, dass ich arbeiten darf drin. Aber an Entwicklungen, wenn du ein junger Busch bist und darfst da mitmachen. Ja. Und es ist rein, dass ich gesagt habe, es ist wie ein Kaugummi, der schmeckt nicht mehr. Ich merke, es war, denke ich, bloß das Moment hier. Und das ist es noch gebrummt und dann kommt es, bin ich nicht mehr. Ich habe das nicht aufgehört, weil es mich ankotzt, sondern es ist einfach, wo ich mich gefragt habe, willst du dich mit 50 noch hinstellen und irgendeinen Jugendlichen einen Basslautsprecher verkaufen? Oder irgendjemand eine Anlage fürs Wohnzimmer. Ich sage, das ist nicht der Sinn des Lebens. Das ist irgendwie, und dann ist natürlich parallel gelaufen hier, dass ich voll gemerkt habe, dass die Physik nicht stimmt.
Da war keine Spur von Bibel und das, wenn überhaupt, ich habe mich schon interessiert, das sieht man an dem ersten Ohrenbarung, Hi-Fi, dass da sehr mit Glauben und so ist, aber nicht im christlichen Sinn und Bibel, die habe ich da Jahre vorher nicht. Das ist dann erst, wo ich dann angefangen habe, die Ohrenbarung, wo ich sage, jetzt muss ich mal auf die Reihe bringen, wie funktionieren eigentlich meine Anlagen wirklich? Ich habe natürlich immer erklärt, aber immer raumzeitlich erklärt. Das ist also immer, weil du musst ja, kannst ja Basic nur mit Basic konfrontieren. Ich mache es jetzt trotzdem einmal schnell. Pass auf, wir bleiben da in den Hi-Fi und mal so runterziehen. Ich gehe mal kurz auf dieses kleine System. Wenn es euch bei Anlagen interessanterweise, dass die klassische Form ist, wenn du einen Lautsprecher machst, dass der Lautsprecher dann echt ist, wenn er genau das wiedergibt, was das Original ist. Und dann macht man zum Beispiel ein Messsignal, das heißt, ich messe jetzt eine Kurve, eine Rechteckspannung, und dann gebe ich dir auf den Lautsprecher, stelle ein Mikrofon hin, und wenn das Oszilloskop, wenn die genau dasselbe Rechteck abstrahlt, oder der Verstärker, oder das da ist, dann ist er echt. Und ich sage, wenn ein Lautsprecher echt ist, kann, wenn der 1:1 das wiedergibt, wenn ein Lautsprecher echt ist, muss er total verzerrtes Signal abstrahlen. Das ist jetzt wie ein Dreieck mit zwei Strichen zeichnen, oder? Das ist unlogisch. Und das habe ich sogar, pass auf, ich will es dir beweisen mit einem Gedankengang. Wellen ist ein Wellenphänomen. Es gibt longitudinale und transversale Wellen. Gehe ich jetzt nicht darauf ein, die klassischen Schallwellen und Wasserwellen sind sogenannte raumzeitliche Wellen, die sich raumzeitlich ausbreiten. Das einzige Lichtwellen sind transversale Wellen. Das heißt, die schwingen bloß auf und ab. Das ist, ich sage immer, Licht, das geht nicht hier, Licht geht nicht von der Sonne her so. Du lernst in der Physik, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist und alle elektromagnetischen Wellen sind Transversalwellen, das ist transversal. Longitudinal ist es so. Okay, das Wort. Und jetzt ist interessant, in jedem Physikbuch kann man schauen, dass Licht ist auch elektromagnetische Wellen, Funkwellen, sind Transversalwellen, die schwingen bloß so. Ist ja klar, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich nicht von A nach B. Es taucht auf, hier und jetzt, und es ist weg. Es taucht auf und es ist weg. Das, merkst du, da steckt das schon drin. Mach halt transversal. Einfach transversal anlegen. Ist nicht Lichtgeschwindigkeit transversal, dann steht es drin. Querwellen, kannst du da longitudinal machen, dann kommt sowieso die beiden. Quer. Richtig? Schaut, das ist nur auf und ab. Mhm. Und das ist longitudinal. Long, lang. Da, schau her. Das ist eine Längswelle. Da zeigt man jetzt, schau, das ist die Bewegung durch Raumzeit. Das ist jetzt von oben sehen, wobei, ich habe das ja erklärt, wenn du Schwimmer, denke mal Angelschwimmer mit einem Blei unten dran und wir machen alle 2 Meter einen Schwimmer und machen ein Gleichgewicht und hängen die ins Wasser rein. Okay? Und das Wasser ist eben, wir haben einen Bootsteg. Und wir haben die Schwimmer hängen und wenn du jetzt hier in das Boot reinspringst, dann wird es ja hier eine Welle geben. Das hier, die Welle an der Oberfläche, wo du siehst, die sich dann ausbreitet, das ist eine Longitudinalwelle. Wenn du aber die Schwimmer anschaust, wirst du feststellen, dass sich in die Richtung gar nichts bewegt. Der Schwimmer geht bloß so. Kannst du folgen? Das heißt, die Welle, die du siehst, wenn ich da einen Stein reinschmeiß und dann geht die Welle ja so nach außen. Das ist longitudinal, ist eine Illusion, weil wenn du jetzt so kleine, wie gesagt, Köpfchen machst mit einem Bleigewicht und du machst den Stein, wirst du feststellen, dass die komplett eigentlich nur so schwingen. Das heißt, dass das, was du hier siehst, eigentlich nur Oberflächenillusion ist, die eigentlich das Ding bloß transversal schwingt. Ich sage auch, die Physikbücher sind alle richtig, aber nicht, wenn du die raumzeitlich logisch auslegst. Dazu musst du dir eigene Gedanken machen. Wir bleiben mal wichtig, ich habe jetzt festgehalten, beide, egal ob jetzt das Longitudinalwellen sind oder Transversalwellen, haben laut Physikbücher das Phänomen von sogenannten Interferenzen. Das heißt aber sonst, die Wellenphänomene sind alle gleich, unabhängig ob solche oder solche Wellen, Wellenphänomene. Müsst ihr euch jetzt wie immer nicht merken, und jetzt erkläre ich euch, dass ein Lautsprecher, der absolut echt klingt, messtechnisch total kaputt sein muss und da Licht- und Wasserwellen den gleichen Wellenphänomenen unterlegen, fangen wir zuerst einmal mit Lichtwellen an. Wir denken uns, das waren jetzt übrigens Sachen, wo mir eingefallen sind. Ich habe über was nachgedacht, wie ich was echt machen kann. Und dann ist das mit den Wellengängern,
Wir denken uns an hier Projektor. Einfach mitdenken und ihr werdet merken, es ist ganz easy. Diaprojektor, das ist ein Sender. Und die Leinwand ist der Empfänger. Okay? Lehrerin müsste das noch wissen, mittlerweile ist der Dia fast aus. Aber wenn du einen Diaprojektor hinstellst, musst du, wenn du das aufpasst, dass du mal die Schärfe einstellen. Das geht so weit, dass also hier die letzten Diaprojektoren, wo verkauft worden ist, selbst wenn du einen Diaprojektor für 150 Mark gekauft hast, hatte der einen Autofokus. Das heißt, dass selbst, du musst es zwar mal einstellen, aber das, wenn die Rähmchen, die Dia waren, dann haben die manchmal, wenn er einen Sprung macht, nach vorne und nach hinten, und dieser Millimeter hat das Bild schon unscharf gemacht, und da wurde immer, selbst der 150 Mark Diaprojektor hatte dann für das einen Autofokus drin, der diesen Millimeter automatisch nachgesteuert hat, um Schärfe aufrecht zu halten. Ein Lehrer müsste es eigentlich noch wissen in der Schule. Korrekt. Den Auto, die hatten das Wort einmal eingestellt, aber die hatten noch, oder du hast eine Fernbedienung, wo du mit der ganz kurz nachsteuern konntest. Das war so Feintuning. Aber was mir jetzt wichtig ist, ich wollte nur sagen, wie viel da ein Millimeter ausmacht, dass das unscharf wird. Was entscheidend ist, hier ist ein Empfänger und hier ist ein Sender. Und jetzt erkläre ich wieder, wie normal du in der Physikunterricht auch in der einfachsten Klasse das Bild siehst. Das heißt, da wird jetzt das Bild, das sind Lichtstrahlen, die werden hierher produziert. Und wenn sie hier auftreffen, haben wir unser Bild. Was jetzt entscheidend ist, dass Sender und Empfänger, ich sage, das muss stark gekoppelt sein, für mich jetzt. Das heißt, Sender und Empfänger müssen genau aufeinander abgestimmt sein. Übrigens dasselbe hast du, wenn du ein Radio hast. Und ein Sender mit dem Radio musst du genau die Frequenz einstellen, das muss stark gekoppelt sein, sonst hörst du nichts. Können wir jetzt in einem gewissen Maß, wie beim Radio, muss ich ja den Empfänger auch auf den Sender genau einstellen, um ein Bild zu haben, und hier ein scharfes Bild zu haben, musst du, was jetzt nur der Abstand ist, muss der Fokus genau eingestellt werden. Erstes, gebombt, kann keiner drüber diskutieren. Und jetzt machen wir ganz spontan. Mal, pass mal auf, angenommen, ich würde jetzt hier eine weiße, wenn wir das aufbauen, ich würde eine weiße Tafel nehmen und ich schiebe hier auf dieser Ebene eine weiße Tafel rein. Und du schaust dann drauf, was siehst du auf der weißen Tafel? Das Licht, ja. Nein, wir schieben jetzt hier eine Tafel rein, eine weiße Tafel. Was siehst du auf der weißen Tafel, wenn wir hier eine weiße Tafel reinschieben? Andreas? Ein unscharfes Bild. Ein etwas kleineres, unscharfes Bild. Das heißt, weil die Schärfe ist nur in einem ganz gewissen Abstand, in einem ganz gewissen Abstand ist hier, wenn das stark gekoppelt ist für den Sender, ist hier ein scharfes Bild. Und egal, wo ich hier zur weiße Tafel reinschiebe, werde ich auf der Tafel, je nachdem, wo sie ist, ein kleineres, aber wichtiges Betonung, ein unscharfes Bild sehen. Leuchtet rein, akzeptiert auch jeder Physiker. Und jetzt gehe ich einen Gedankenschritt weiter. Wir müssen jetzt Folgendes entdecken, wenn ich jetzt hier eine Glasplatte reinschiebe. Ich gehe mal davon aus, die verändert den Lichtstrahl überhaupt nicht. Das gleich mal, worauf ich hinaus will. Die verändert den Lichtstrahl absolut überhaupt nicht. Durchlässig, was mir geht, wenn ich hier weiße Tafel reinschiebe, habe ich hier ein unscharfes Bild. Das heißt, ich drücke mich einmal aus, der Schwingungszustand, der sich hier befindet, ist unscharf. Wenn ich jetzt eine Tafel reinschiebe, sehe ich das, mache ich eine Glasplatte dafür rein, die nichts verändert, bleibt das Bild hier scharf, aber an der Stelle der Glasplatte ist ein unscharfer Schwingungszustand, was wir ja mit der weißen Tafel überprüfen können. Mhm. Und jetzt mache ich einen Gedanken, dass ich mir Folgendes vorgestellt habe, das ist ja Glas und da kommen Lichtstrahlen raus. Okay? Mhm. Ob ich Photonen, wie ich das nenne, bleiben wir ganz primitiv kindhaft. Jetzt denke ich mir, die Glasplatte ist das Glas meiner Senderlinse, wo ja hier aus dem Glas Lichtstrahlen rauskommen. Die natürlich von hier kommen. Okay? Verstanden? Dann habe ich mir gedacht, wenn das jetzt hier praktisch bloß vergrößert, das Glas an der Senderlinse wäre, muss diese Senderlinse hier unscharf ab hier unscharf abstrahlen, bleibt hier das scharfe Bild. Der Depp denkt sich aber, das kommt von da hinten. Weil er ist ja abgestimmt auf hier.
Kannst du folgen? Das heißt, wenn ich hier was hinstelle, was hier abstrahlt, muss hier unscharf abgestrahlt werden, dass von hier aus gesehen dort ist scharf erscheint. Licht. Und da Schallwellen, dieselben Wellenphänomene haben, habe ich mir gesagt, wenn da eine Trompete steht und ich stelle hier zwei Boxen hin. Dann muss die Box hier was Unscharfes abstrahlen, dass ich meine, da stehen mir die Trompete. Verstanden? Ich habe übrigens 15 Jahre gebraucht, um das zum Laufen zu bringen. Dann muss hier, das geht dann noch weiter, weil das sitzt dann noch ein Winkel, das hat nichts mit, wenn die so stehen, bei mir nichts mit indirekt abstrahlen zu tun, das ist unser Spiegel. Aber das waren, da kommen viele sofort, ja, aber. Das ist immer, du merkst, dass der normale materialistische Geist permanent versucht, sein altes System am Leben zu halten. Das muss jeder sagen, oh ja, ja, aber. Was ist schon mein Kugel? Wenn die Erde eine Kugel wäre und du läufst in eine Richtung, musst du ja da wieder, ja, stimmt, ja, aber, wenn die eine Kugel wäre, dann muss das Wasser rauslaufen. Das ist, wo ich nicht bin, du schon erklärt, du musst nicht nur einen, sondern viele Parameter verändern, es geht erst einmal verstehen im Prinzip. Und ich bin nur so, das Hauptproblem, wenn ich ganz klein anfange, du vermeide, dass deine sofort, hör auf das, was ich sage, und meistens hören die Leute auf das, was automatisch weitergedacht wird, was ich gar nicht ausspreche, was sofort wieder zwanghafte Interpretationen sind, das hindert dich unheimlich am Wachsen. Jetzt pass auf, dann kommt hier, das fülle ich alle neu zu, wenn ich das Physikern erkläre, das gibt's nicht so, das ist in Ordnung, aber ich habe einen Denkfehler dabei. Wenn ich jetzt hier die Leinwand ein Stück nach vorne schiebe, ist da immer noch die Trompete beim Hören. Was hier nicht passt, da müsst ihr auch unscharf hören, weil wenn ich jetzt hier das verändere, bleibt es ja scharf. Wenn ich sage, wenn ich hier sitze und das strahlt was Unscharfes ab, dann ist hier die Trompete, das leuchtet ein. Aber wenn ich hier jetzt sitzen tue, hier sitze ich für mich, das ist jetzt der Empfänger, und ich gehe nach vorne und hinten, bleibt es ja, deswegen wird ja die Musik nicht unscharf. So, pass auf. Erste Ebene, dass du ein Prinzip verstehst. Wir machen dasselbe, wieder mit einem optischen Beispiel. Wir haben hier einen Baum. Okay, ich mache jetzt aber hier, das ist der angeblich normale Physik, streut jetzt hier Licht drauf und der Baum reflektiert Licht. Das ist unser Sender. Und wir machen jetzt als Empfänger nicht eine Leinwand, sondern eine Kamera. Okay, und dann ist es normalerweise ja so. Okay, ihr könnt vorstellen, was ich meine. Es gilt dasselbe, auch wie mit Leinwand. Es ist bloß eins, was du bist, ist eine Autofokuskamera. Das heißt, wenn du läufst, du, wenn du dich auf was konzentrierst, fokussierst du das, was du, egal wo du bist, es ist ja eh hier. Und was ich jetzt gesagt habe, auch hier gilt, wenn wir das starr machen, zwischen Sender und Empfänger, alles dazwischen ist unscharf. Was jetzt passiert, wenn du mit der Kamera nach vorne gehst, macht die Autofokus automatisch, das, was ich anfokussiere, bleibt immer scharf. Und das machst du automatisch, ohne dass dir das bewusst ist. Das Ohr und das Auge sind ziemlich gleich. Das heißt also, ich muss hier immer wieder, wenn ich jetzt Boxen habe, wenn ich ein Schallfeld aufbaue, das ist dann der Spiegeltunnel, muss die Prinzipien dazwischen ist immer unscharfe. Wenn ich die wirkliche Illusion habe, dass die Schallwellen von da kommen, ich rede jetzt nicht von Effekthaschereien wie Dolby Surround oder Phasenverschiebungen, weil das ist so störend, wenn du natürlich hören willst, ist es nicht natürlich, sondern bloß spektakulär. Es muss hier was Unscharfes sein, wo du dich einklinkst, und du hast es ja eigentlich in einem gewissen Maß bei diesen 3D-Bildern, ich fange zum Schillen an, und dann habe ich hinter der, dieses plastische Bild, was, diese Schillbilder, kennst du doch bestimmt. Machen wir mal ganz kurz Kapperler. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, Wirklichkeit. Da hier auf dem Bild. Nein, normal. Auf Google. Ja? Auf Google. Auf Google. Na, das ist Kapperler.